Hallo und herzlich willkommen zu Tom Clancy's The Division 2. Im folgenden Video seht ihr kommentiertes Gameplay aus dem kürzlich erschienenen Hardcore-Modus. Das bedeutet, dass man nur ein Leben hat. Wenn man hier stirbt, bleibt man tot. Ich versuche jetzt hier weiter erstmal auf Level 30 zu kommen, ohne zu sterben. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Okay, dann schlagen wir uns mal zum Jefferson Plaza durch. Und da müssen wir ja ganz, ganz doll aufpassen. Da gibt es eine Menge Gift. Und Gift ignoriert die Rüstung. Und da ist man auch mal ruckzuck tot. Feindliche Übertragung empfangen. So, wie weit ist es noch? Ah, da stehen welche, da stehen welche. Elektronisches Gerät erkannt. Ein kleines Stück noch, aber wir sind eigentlich schon so gut wie da. Elektronisches Gerät erkannt. Die Deckung hier ist ein bisschen eigenartig, die nimmt er nicht richtig. So ein Audio-Log. Das hole ich mir schnell. Was glaubst du, machen die da drüben? Wenn wir Glück haben, nichts. Wenn wir Pech haben, bereiten sie sich darauf vor, uns anzugreifen. Wir hätten das Angebot annehmen sollen. Ah, wir hatten einen Grund zu gehen. Wenn wir das tun, werden wir gleich wieder in Ridgeways Irrsinn hineingezogen. Das war die einzige Möglichkeit. Das heißt nicht, dass es uns nicht umbringt. Dann wenigstens mit wehenden Fahnen. So, hier vorne schon Eingang. Die können wir da, glaube ich, ignorieren. Sie müssen die True Suns daran hindern, die U-Bahn für den Transport chemischer Waffen zu nutzen. Legen Sie also jeden Zug lahm, den Sie finden. Diese Munition darf nicht verteilt werden. Denken Sie daran, wie es dem Schloss ergangen ist. Jo. Oder Sniper, ne? Ja. Sniper. Stürmer. Jo, Sniper ist schon mal doof. Jetzt müssen wir nach unten auf den U-Bahn-Steig. Und da müssen wir dann ja die Lok sprengen. Der Trupp bei
im Lincoln wartet schon auf die Lieferung. Diese Munition muss auf den Zug geladen werden. Als Ihr Sergeant befehle ich, diese Munition zu verladen. Hier ist irgendwo ein Audio-Log über uns. Das hole ich mir dann noch. Hab ich vergessen. Granate. Ich decke dich. Die Deckung rettet dich Betriebsbereiter Zug erkannt. Agent, setzen Sie diesen Zug irgendwie außer Gefecht. So. Haben wir das auch eingesammelt. Wissen Sie etwas über die Mörser-Munition, die wir ins Plaza bringen sollen? Ja, sorgen Sie dafür, dass Sie alles erhalten. Darf ich fragen, was Sie damit vorhaben? Warum? Machen Sie sich Sorgen? Ich verstehe einfach nicht, was es damit auf sich hat. In diesem Gebiet ist doch nichts Wichtiges. Wir haben Wilson eventuell vor dem Haupteingang zum Mall entdeckt. Wir müssen diesen verdammten Hurensohn erledigen. Von Ihnen aus gibt es keinen direkten Weg. Also müssen Sie durch das Hotel in die Mall gelangen. Jo, machen wir. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Hol die Munition. Wir müssen die Kampfmittel sichern. Negativ. Die U-Bahn ist nicht sicher. Such den anderen Weg. Wisst ihr noch, was die uns letzte Woche angetan haben? Rauszuzögern! Der nächste Kampf ist schon ein bisschen spannender wieder für mich. Ich finde einfach die Deckungsmöglichkeiten ziemlich schlecht hier. Aber im Story-Modus sollte das trotzdem nicht das große Problem sein.
Das ist ein Scharfschützengeschütz, ne, glaube ich. Meine Drohne ist gerade auf Cooldown. So. Jetzt kommt diese Lobby vom Hotel und dann geht's runter, wo das ganze Gift ist. Und da muss ich echt aufpassen dann. Richtig, richtig vorsichtig sein. Die Schlosssiedlung ist das Gebiet von Sergeant Snow, General. Mike Snow, Captain Wilson. Er ist ein Deserteur. Verräter haben keine Ränge. Tut mir leid, Sir. Er soll eine Politik der offenen Tür betreiben. Er war schon immer schwach. Die Zahl der Flüchtlinge bei Ihnen steigt ständig. Die schlimmsten, die es in dieser Stadt gibt. Degenerierte und Verräter. Wozu sind sie dann gut? Das Virus wird sich versuchen zu verbreiten. Wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken. Räumen wir endlich in dieser Stadt auf. Mal sehen, was das DC-Institut alles tut. Muss gucken, ob ich mir das rausloggen kann hier. Schaum aktiviert! Oh, da sind jetzt nur Typen bei, die einen Schaum hüllen. Das ist doof, weil dann kommt man aus der Deckung raus. Der sie in die Mall bringt. Wilson ist noch am Eingang und hat offenbar ein Mörserteam bei sich. Sicher die Mistkerle, die das Schloss angegriffen haben. Jo, aber wenn wir den Aufzug drücken, kommen hier erstmal noch ein paar Gegner. Darauf falle ich nicht nochmal rein, liebe Leute. Truppen im Anmarsch. Ich muss nur aufpassen, dass hier keine Treppe hochkommt, hinter mir. Erledigt? Ja. Jetzt wird's spannend. Gift ist teilweise echt schlecht zu sehen. Und da gibt's kein Mittel gegen. Na, da hilft auch Reparaturdrohne oder so nix. Irgendwie kann man nur hoffen, dass man genug Leben hat. Ich habe Gefahrschutz ein bisschen an, ne? Jo, ich habe hier 30% und über Richter und Kaiser 10%. Also ich habe schon ein bisschen Gefahrschutz. Trotzdem. Toxin DC-62 erkannt. Kontaminierungslevel tödlich. So, alle etwas da vorne so qualmt, ne? Ist erstmal irgendwie. Hier muss ein Labor sein, wo sie es waffenfähig machen. Unheimlich. Sorgen Sie dafür, dass es stillgelegt wird. Kamen da nicht welche aus der Tür raus normalerweise? Vielleicht im Story-Modus nicht. Oh, Raketenwerfer, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ja.
Raketen ist nicht gut. Granaten. Ah, jetzt flankt mich einer. Er hat doch mich abgesehen. Wir müssen aufpassen hier. Und lad nach. Oh, er legt glaube ich auch gerade nach, ne? Der Dicke. Na, die hauen rein, komm Drohne. Aber hat noch gereicht, ne? Er ist down. Sehr schön. Schon sehr schön. Ja, die ducken, schlucken, ja, die dicken. Die ducken, sag ich schon, die dicken schlucken Kugeln, wie sie sagen. Das muss man aufpassen, dass sie ja nicht kaputt geschossen haben, irgendwie. Oh Gott, so viele mit MG hier. Das ist gar nicht gut. Ran. Okay, ist erstmal down. So, auch hier kann überall Gift sein. Ausgezeichnet. Ich schicke ein Team, um den Rest zu zerlegen, sobald sie abgezogen sind. Was denn hier? Hä? Nicht ganz blöd.
Ach, da. Bin sonst immer von der anderen Seite gekommen. So, hier gibt es auch einen Haufen Fässer. Auch hier müssen wir weiter aufpassen. So ein Schaumfurz, ich kann es da aufpassen. Noch ein Schuss und ich bin tot. Bleib da stehen. Ah. Wieder ein Sanitäter. Okay. So, Captain Wilson. Auch da oben gibt's diese gelben Fässer, wo man sich ganz schnell den Tod holt durch Vergiften. Also weiter vorsichtig sein. Guck mal, die ganzen neuen, ein Haufen neue Waffenskins durch dieses Weihnachtsevent, ne? So. Nur hier überall dieser Nebel auf dem Boden macht mich richtig nervös, ne? Ja. Da kommt nachher dieser Mörser-Typ da oben. Das wird auch nochmal lustig. Magazin leer! Gehe seitlich ran! Mein Gott! Komm schon. Ja, los geht's!
Ah, da ist wieder einer am Mörser oben. Nee, doch nicht. Eine Etage höher ist der Mörser. Doch, da ist einer. Zack. Jetzt nicht mehr. Wilson darf nicht entkommen. Und die Chemiewaffenpläne der True Suns sind auf Eis gelegt. Außerdem hat Kelso gerade bestätigt, dass die Überlebenden aus dem Schloss sicher in der Dachsiedlung angekommen sind. Was passiert ist, ist passiert. Aber wenigstens wird es dank Ihnen nie wieder geschehen. Agents, es scheint, Sie sind bereit für eine neue Fertigkeit. Kommen Sie zur Basis und wir gehen das an. Jo, schön, geschafft. Ohne zu sterben vor allen Dingen.